Ja, guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen im schönen Neukölln. Ich habe auch nur einen Fußweg von 10 Minuten bis hierher, was auch nicht schlecht ist. Darf euch auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung zu dieser Frage Sozialismus. Ich glaube schon, dass wir immer deutlich machen müssen als Linke, dass wir um jede konkrete Verbesserung kämpfen, aber auch eine Vision von einer anderen Gesellschaft haben. Und diese andere Vision ist eben der demokratische Sozialismus. Und selbst in den USA hat es Bernie Sanders geschafft mit den Begriffen, wir machen eine neue Revolution und wir wollen einen demokratischen Sozialismus Massen zu begeistern. Und ich glaube, dass die Vorbehalte auch im Westen, dieser ganze Antikommunismus nicht mehr so ausgeprägt ist. Natürlich muss man heute viel konkretere Antworten drauf geben. Man kann nicht nur mit Schlagworten kommen, aber die Vision einer anderen Gesellschaft und zu sagen, der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte, halte ich für eine ganz wichtige Triebkraft linker Politik. Was ist der Hintergrund, warum wir wieder über Klassen diskutieren und über Klassenfragen? Ich begrüße das im Übrigen ausdrücklich. Als ich neu als Vorsitzender gewählt wurde, hieß es ja so ein bisschen, ach, immer über Arbeit und Lohnabhängige diskutieren, ist doch irgendwie langweilig. Jetzt stellen wir auf einmal wieder fest, wir haben 45 Millionen Lohnabhängige, also die Mehrheit quasi, oder Erwerbstätige, die Mehrheit der Bevölkerung. Und wenn wir die nicht gewinnen, dann haben wir praktisch einen wichtigen Ankerpunkt verloren. Und wir haben natürlich eine Diskussion aufgrund des Wahlergebnisses, weil wir unbestritten bei Erwerbslosen und klassischen Arbeitern, was es auch immer sind, dieses Thema Arbeiter ist deswegen kompliziert, weil das Selbstbezeichnungen sind. Also wenn das quasi ausgewertet wird. Dort haben wir verloren bei den Wahlen, im Osten noch etwas mehr und gleichzeitig hat dort die AfD gewonnen, hat zugelegt, hat auch gewonnen in den sozialen Brennpunkten, wo wir immer sagen, das ist eigentlich unser Klientel, das klassische Klientel, und die Linke hat enorm gewonnen in den Großstädten, bei jungen Leuten, in den Ballungsräumen. Unsere stärkste Gruppe sind die 20 bis 35 oder 20 bis 40-Jährigen. Im Osten ist übrigens ein bisschen umgekehrt, dort haben wir eine andere Altersstruktur. Dort waren wir immer stärker bei den Älteren und immer schwächer bei den Jüngeren. Also da müssen wir die Verhältnisse, glaube ich, rumdrehen. Und jetzt gibt es eine Debatte innerhalb der Linken, hat die Linke denn die Arbeiterklasse verloren? Und müssen wir irgendwie wieder anders agieren? Müssen wir uns denen mehr zuwenden, haben wir Fehler gemacht oder werden wir auch wieder sowas wie eine grüne Hipsterpartei, wo praktisch die akademische Hipsterjugend zu uns kommt. Ich will dazu mehrere Sachen sagen. Erstens mal, die Linke hat die Arbeiterklasse noch nie richtig gehabt. Also so zu tun, wie wenn wir jetzt quasi eine Mehrheitspartei der Arbeiter gewesen wären, ist, glaube ich, ein bisschen vermessen. Also, sondern, und das Zweite ist, wir haben auch nicht die Arbeiterklasse verloren. Die Arbeiterklasse ist heute eben anders zusammengesetzt als vor 30 oder 40 Jahren. Wir haben zum Beispiel dazu gewonnen bei den sozialen Berufen. Krankenpflegerinnen wählen uns überdurchschnittlich und Altenpflegerinnen auch. Ja, was machen die? Die verkaufen ihre Arbeitskraft und müssen unter ganz erschwerten Bedingungen arbeiten. Die sind doch Bestandteil der Arbeiterinnenklasse. Ja? Das sind Lohnabhängige. Wenn wir die gewonnen haben, dann müssen wir das sehr begrüßen. Ohne das würde unsere Partei deutlich schlechter dastehen. Also ich bin sehr froh, dass die gekommen sind. Die jungen Leute mit akademischem Hintergrund, die zu uns kommen, muss man eben sagen, 50% eines Jahrgangs machen heute Abitur. Ja, wo landen die? Die landen doch überwiegend nicht in der gehobenen Mittelschicht, sondern die müssen alle arbeiten gehen nach ihrem Studium oder nach ihrem Abitur. Die landen sogar oft in prekären Arbeitsverhältnissen. Sie verdienen oft weniger wie ihre Facharbeiter und Facharbeiterinnen Eltern.
Die werden nichts anderes als moderne Lohnabhängige und Bestandteil der Arbeiterklasse. Deswegen finde ich es absolute Spitze, wenn so viele junge Leute zu uns kommen, ja, und sich bei der Linken engagieren. Im Übrigen auch eine Reaktion auf den Aufstieg der Rechten. Als Trump gewählt wurde, sind hunderte von jungen Leuten bei uns eingetreten und haben gesagt, jetzt müssen wir was machen gegen die Rechten. Nach der Bundestagswahl sind viele eingetreten, jetzt müssen wir was machen gegen die AfD. Und ich finde, das ist doch die richtige Entscheidung, die ihr da getroffen habt. Und ich bin froh, dass die jungen Leute zu uns kommen. Und natürlich dürfen wir die Prekären und die Menschen, die langzeiterwerbslos sind, die Hartz-IV-Bezieher sind, niemals aufgeben. Das wäre ein richtig großer Fehler. Eine linke Partei, die nicht die Menschen vertritt, die am meisten ausgegrenzt sind, die am meisten einkommensschwach sind und die am meisten unter diesem System leiden, wäre keine linke Partei. Deswegen müssen wir natürlich denen ihre Interessen vertreten. Es ist auch nicht so, dass die Linke dort nichts macht. Wir haben zum Beispiel Konzepte entwickelt, die heißen soziale Brennpunktgebiete. Und da haben wir erkannt, oder schon länger erkannt, was ist das Problem dieser Leute? Das Problem der Leute ist, dass die eigentlich mit der Politik oft abgeschlossen haben. Die sagen, mit uns redet niemand, über uns redet auch niemand, unsere Fragen interessieren nicht und ihr macht es jetzt auch so, alle reden nur über Flüchtlinge oder was der Teufel was. Ja? Und das löst du natürlich durch gar nichts. Das löst du durch keine Talkshow und keine Zeitungen, keine Flugblätter und keine Veranstaltungen wie hier. Das löst man nur durch eines, indem man hingeht und mit den Leuten redet. Indem man Haustürbesuche macht, indem man sagt, was sind denn eure Probleme? Wie stellt ihr euch die Lösung dieser Probleme vor? Und indem man sich dann in den Stadtteilen und in den Vierteln engagiert. Und das ist erfahrungsgemäß übrigens auch bei den Wahlen, wo wir das gemacht haben, ist die AfD zurückgedrängt worden und sind wir stärker geworden. Also reden wir nicht über die Leute, sondern reden wir mit den Leuten, organisieren wir sie, vertreten wir ihre Interessen und genau dazu hat die Partei Pilotprojekte entwickelt und ich hoffe, das kriegt man in der ganzen Bundesrepublik hin. Und so erobern wir die Leute auch wieder zurück. Und natürlich sind es auch Klassenfragen im Übrigen. Alle diese Fragen, die Sie bewegen, sind natürlich Klassenfragen. Lasst mich, bevor ich noch mal mehr auf diese Frage Klasse eingehe, noch eins klarstellen, das Verhältnis zwischen Rassismus und antirassistischer Arbeit und der Frage sozialer Nährboden und bezeichnen wir denn die Leute als Rassisten. Ich glaube, dass es im Übrigen niemand in der Partei macht, die Leute einfach als Rassisten zu bezeichnen. Aber, und alle wissen auch bei uns, dass der Rassismus und der Nationalismus und der Aufstieg der Rechten einen sozialen Nährboden hat und dass wir diesen sozialen Nährboden angehen müssen und austrocknen müssen und damit den Rechten eine Basis entziehen. Aber es wäre natürlich auch eine Illusion zu meinen, dass es nicht in der Gesellschaft Rassismus gibt. Natürlich gibt es rassistische Einstellungen über viele Jahre, also auch als es noch keine AfD gab. Es gibt natürlich auch nationalistische Einschätzungen, autoritäre Einschätzungen. Viele Untersuchungen, im Übrigen auch im Gewerkschaftsmilieu, sagen, dass es immer schon 10-15% der Bevölkerung waren. Im Übrigen gibt es da oft in vielen Gebieten historische Kontinuitäten. Also wo die Nazis stark waren, waren in den 60er Jahren die NPD stark, in den 80er Jahren die Republikaner und heute praktisch die AfD. Und man muss natürlich schon wissen, fast ausschließlich ist der Grundsatz der AfD auf die Spaltung zu setzen. Da kommen wir nachher auch noch ein bisschen bei der Arbeiterklasse dazu. Auf die Spaltung der Leute zu setzen und einen Gegensatz aufzumachen zwischen drinnen und draußen. Der Höcke hat gesagt, die neue Arbeiterpartei ist blau, und der Gegensatz ist nicht mehr zwischen oben und unten, sondern zwischen drinnen und draußen.
Und wir müssen natürlich deutlich machen, das ist eine ganz existenzielle Klassenfrage, dass unsere Gegner nicht die Flüchtlinge sind und die, die unten stehen, sondern dass es tatsächlich um einen Kampf geht zwischen oben und unten für bessere Lebensverhältnisse aller, die unten sind. Das ist ja das gemeint, das, was wir herausheben müssen. Aber natürlich musst du auch ein Gegenblock sein gegen das Aufkommen rassistischer und nationalistischer Positionen. Die wirken ja auch als außerparlamentarische Bewegung, die Rechten. Die gehen an die Stammtische, die gehen in die Viertel, die gehen inzwischen sogar in die Betriebe und beteiligen sich an Betriebsratswahlen. Also sie versuchen, ihr ideologisches Gedankengut an die Leute ranzubringen und dort zu sein. Und deswegen hat natürlich die Linke auch eine eigenständige Aufgabe, antirassistische Arbeit zu machen. Das heißt, überall dagegen zu halten, wo flüchtlingsfeindliche Positionen entstehen, wo ausländerfeindliche Positionen entstehen, wo nationalistische Positionen hochkommen, an den Stammtischen, in den Betrieben, in den Stadtteilen. Wir dürfen definitiv nicht den Rechten die öffentlichen Plätze, die Betriebe und die Stammtische überlassen. Und das ist eine Aufgabe der Linken. Und da gibt es natürlich auch Streit. Das haben wir ja gesehen an dem Beispiel der Tafel. Natürlich ist es völlig richtig zu sagen, Tafeln drücken eine völlig unzulängliche Sozialstruktur im Land aus und ist eine Schwäche des Sozialstaates, das muss man angreifen. Und das war auch gut gemacht. Aber trotzdem darf man nicht akzeptieren, dass Menschen nach ethnischer Herkunft von der Tafel ausgeschlossen werden. Und an dem Beispiel wird eben deutlich, die Linke muss beides machen. Sie muss kritisieren, wenn hier ethnische Kriterien angewendet werden und damit im Übrigen rassistische, und gleichzeitig aber auch deutlich machen, dass dieses System eine soziale Not hervorruft und wir ein System wollen, wo gar keine Tafeln mehr nötig sind, ja, weil die Leute in der Gesellschaft teilhaben können. Und wir müssen wissen, wenn wir heute über Klassen sprechen, und warum sprechen wir überhaupt über Klassen? Wir sprechen nicht darüber, um rauszugehen und sagen, jetzt ihr seid eine Klasse und jetzt macht mal Klassenkampf. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. Sondern wir sprechen über Klassen, weil schon seit 30 Jahren Klassenkampf in diesem Lande läuft. Der Warren Buffett hat, kennt ihr, weltgrößter Investor, hat mal den Spruch geprägt, es herrscht Klassenkampf in diesem Land und meine Klasse gewinnt. Und dann hat er noch dazugefügt, es wird aber selten zitiert, aber das sollte sie nicht, warum auch immer er das gesagt hat. Vielleicht war es auch nur eine Mahnung, sie sollen es nicht übertreiben. Aber es ist doch klar, wir haben heute ein niedrigeres, für 40% der Beschäftigten, ein niedrigeres Lohnniveau als vor 20 Jahren. Wir haben praktisch eine Prekarisierung der Arbeitswelt. Wir haben eine Umverteilung zugunsten der Gewinne und zulasten der Löhne wie noch nie. Wir haben Rentenkürzungen. Wir haben praktisch Mietpreiserhöhungen. Was ist das anderes als praktisch die Aneignung von Arbeit der einen zugunsten der kleinen Schicht und kleinen Klasse der Gesellschaft? Das ist nichts anderes, was seit 30 Jahren passiert, mit Hilfe des Staates, mit Hilfe inzwischen auch schwach gewordener Gewerkschaften in vielen Bereichen. Also es findet quasi längst ein Klassenkampf in dieser Gesellschaft statt. Bloß die Klasse der Lohnabhängigen hat es oft noch nicht begriffen. Auch die muss natürlich begreifen, dass sie nur was durchsetzt, wenn sie sich organisiert und wenn sie sich wehrt und wenn sie sich auch als Klasse begreift. Und da würde ich mal zwei zentrale Thesen aufstellen. Erstens, wir haben heute eine Arbeiterinnenklasse, und ich definiere das einfach so, das sind Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Dazu gehören im Übrigen auch Solo-Selbstständige, die eigentlich verkappte Beschäftigte sind. Ja. Und weil sie nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die kein eigenes Kapital haben und die im Betrieb oder in den Unternehmen nicht eine unternehmerische Funktion haben. Also Manager sind auch irgendwie Lohnempfänger, aber sie haben eine unternehmerische Funktion, können kaum unserer Klasse zugehörig gezählt werden. Aber alle anderen gehören da dazu. Da gibt es natürlich verschiedene Milieus,
da drin und ganz große Unterschiede, aber das ist mein Klassenbegriff. Und heute haben wir praktisch eine Klasse, die so groß ist wie noch nie, 45 Millionen Beschäftigte, und sie ist natürlich viel weiblicher geworden, es sind viel mehr Frauen heute praktisch berufstätig, sie ist migrantischer geworden, sie ist prekärer geworden und sie ist auch gebildeter geworden und sie ist viel mehr im Dienstleistungsbereich. Also wir haben noch 18% der Beschäftigten in der Industrie und ungefähr 75% der Beschäftigten in öffentlichen oder privaten Dienstleistungsbereichen. Das heißt, da gab es eine gewaltige Verschiebung. Im Gesundheitswesen gibt es zum Beispiel 6 Millionen Beschäftigte. Das ist die größte Branche überhaupt, überwiegend Frauen. Während es in der Automobilindustrie noch 2,7 Millionen Beschäftigte gibt mit allen Zulieferern. Das ist natürlich nicht unbedeutend, natürlich wirtschaftlich sowieso nicht, aber doppelt so viele Beschäftigte im Gesundheitsbereich. Sprich, wenn wir im Gesundheitsbereich dazugewonnen haben, haben wir nicht die Arbeiterklasse verloren. Wir haben bloß andere Milieus gewonnen. Hätten wir die im Übrigen nicht gewonnen, hätten wir nur noch 6% gekriegt bei den Bundestagswahlen. Weil die, die wir verloren haben, die sogenannten Abgehängten, ich gebrauche den Begriff ganz ungern, machen 5% der Wähler und Wählerinnen aus. Und dort haben wir 20% verloren, also ungefähr 1% unserer Wähler haben wir in diesem Milieu verloren. Wir haben aber 3-4% in anderen Milieus dazugewonnen. Hätten wir das nicht gemacht, und es war durchaus eine bewusste Entscheidung der Partei, Pflegekampagnen zu machen, in diese neuen Milieus reinzugehen, hätten wir ganz schlecht ausgesehen. Also wir sollten das positiv sehen, was wir da erreicht haben. Was, glaube ich, ein durchgehender Zug dieser Klassenstruktur ist, ist, dass diese Formation des finanzgetriebenen Kapitalismus in hohem Maße eine Spaltung praktisch der Lohnabhängigen herbeigeführt hat, durch diese ganzen neoliberalen Modelle. Also du hast 30% der Beschäftigten, die sind prekär, in atypischen Verhältnissen. Werkverträgler, das sind die Leute, die bei Edeka die Regale auffüllen, aber eben nicht bei Edeka beschäftigt sind und weniger verdienen, wie im Einzelhandelstarifvertrag. Das sind die Leute, die den Motorblock ans Band bringen, früher mal beim Daimler waren, heute bei der Logistikfirma sind und nur die Hälfte verdienen, wie wenn sie beim Daimler beschäftigt sind. Und ich habe mal das Beispiel gebracht von Daimler-Arbeitern, die erzählt haben, wenn du dort vor 1992 in der innerbetrieblichen Logistik angefangen hast, verdienst du heute 4.400 Euro brutto. Wenn du, vielfach wurde jetzt diese Arbeit im Laufe der Jahre durch Leiharbeiter ersetzt, die hatten noch 3.300 Euro brutto. Und heute machen in vielen Teilen diese Arbeit Werkverträgler, also Firmen, die Daimler beauftragt, diese Arbeit zu machen. Und die zahlen ihren Beschäftigten 1.700 Euro. Ihr seht also, für die gleiche Arbeit in einem Zeitraum von rund 20 Jahren eine Entwertung der Löhne um 60%, weil einfach quasi prekäre Arbeitsverhältnisse hergestellt wurden. Und das durchzieht natürlich die ganze Beschäftigungsstruktur. Du hast Millionen von Mini- und Midi-Joblern, also strukturell unterbeschäftigten Menschen. Du hast Millionen von Teilzeitbeschäftigten, die das gar nicht wollen. Du hast Menschen in befristeten Arbeitsverträgen, in Werkverträgen. Werkverträge ist nichts anderes wie Tarifflucht und Sozialdumping. Du hast 1 Million Menschen in der Leiharbeit. Und du hast dann noch Solo-Selbstständige, die auch in der Regel nur für eine Firma arbeiten oder Leute, die scheinselbstständig sind, noch weniger verdienen. Und wir haben rund immer noch 25-30% trotz Mindestlohn im Niedriglohnbereich. Das überschneidet sich zum Teil. Und was ist das Merkmal dieses Kapitalismus? Ist, dass er versucht, diese Beschäftigungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Ich erzähle immer ganz gerne das Beispiel von dem Klaus Dörre. Der hat in dem zur Untersuchung prekärer Arbeit hat er im Daimler-Werk die Frage gestellt, den
Beschäftigten, im Übrigen hoch organisierter Betrieb bei der IG Metall, streikfähig. Eine Gesellschaft, die alle mitnimmt, ist nicht überlebensfähig. Nicht. Also sehr sozialdarwinistischer Gedanke. 51% dieser Belegschaft haben die Frage mit Ja beantwortet. Die haben also gesagt, wir können nicht alle mitnehmen, sonst ist unsere Gesellschaft nicht überlebensfähig. Und da merkt man natürlich, wie 30 Jahre neoliberale Ideologie und Erfahrung in die Köpfe der Leute einzieht. Das, natürlich, diese globalen Unternehmen sind im ständigen Konkurrenzkampf auf den globalen Märkten und die kriegen eingetrichtert bis runtergebrochen auf jede Abteilung. Nur wenn ihr besonders leistungsfähig, produktiv und gut seid, könnt ihr im internationalen Wettbewerb bestehen. Und wenn wir bestehen, dann machen wir gute Gewinne und dann kriegen wir sogar noch Prämien. Die zahlen ja 6.000 bis 10.000 Euro Jahresprämie, wenn sie gute Gewinne machen. Natürlich kriegen die Leiharbeiter und die Werkverträgler keine Prämie, sondern nur die Kernbeschäftigten. Und es gibt natürlich eine Sichtweise, dass die, die nicht richtig so zur Leistungsfähigkeit des Betriebes beitragen, eben nicht dazugehören. Die Hartz-IV-Bezieherinnen, die Langzeiterwerbslosen, die mal da sind, die Werkverträgler, die Leiharbeiter. Und so entsteht natürlich ein ständiges System der gegenseitigen Abgrenzung. Und im Übrigen, dieser Mechanismus Abgrenzung nach unten folgt dem gleichen Grundsatz wie die Abgrenzung nach draußen. Und deswegen nähren das ja auch die Rechten, dass sie immer für die deutschen Arbeiter sprechen, also diese Spaltungslinien reinbringen und so tun, wie wenn da untereinander praktisch das Problem da ist. Und was diese gesellschaftlichen Spaltungslinien haben sich natürlich die letzten 10 Jahre, das war ja auch bewusste Politik, zumindest mal seit Hartz IV und der Agenda 2010, absolut vertieft. Und ist meines Erachtens auch im Übrigen eine Ursache und ein Nährboden für die Rechten. Was muss jetzt die Linke machen? Die Linke muss ganz genau das Gegenteil machen von der Spaltung. Sie muss praktisch eine verbindende Klassenpolitik machen. Sie muss sagen, wir wollen, dass der Leiharbeiter und der Kernarbeiter gemeinsam gegen die Leiharbeit kämpfen. Wir wollen, dass die Befristeten und die Unbefristeten gemeinsam gegen die Befristung kämpfen. Ja? Und wir wollen, dass der Daimler-Arbeiter begreift, er kriegt nur eine gute Erziehung für seine Kinder, wenn die Erzieherin besser bezahlt wird. Das ist auch nochmal ein Gedanke, der wichtig ist. Und dass es vielleicht deswegen auch schlau ist, von den Reichen und Vermögenden umzuverteilen. Wir müssen praktisch an die Millionäre und Milliardäre ran und an das Kapital. Die müssen mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin besser bezahlt werden kann. Der Zusammenhang ist, glaube ich, logischer, wie wenn man nur abstrakt über Umverteilung redet. Ja, weil sonst müssen es die anderen unter sich selber ausmachen. Und diese verbindende Klassenpolitik müssen wir herstellen. Wir müssen also Felder betreten und Auseinandersetzungen, die die Interessen der verschiedenen Gruppen, der Lohnabhängigen und der Erwerbslosen miteinander verbinden. Ich will dann nur mal 3 exemplarische Beispiele sagen. Ich glaube, wir sollten vorantreiben, dass der gesetzliche Mindestlohn auf 12% erhöht wird. Das ist eine Voraussetzung, dass die Löhne steigen können wieder. Und wir sollten das verbinden damit, dass Tarifverträge wieder allgemeingültig werden für alle. Wir haben nur noch 51% im Westen in Tarifverträgen und im Osten gerade noch 37%, weniger wie die Hälfte der Bevölkerung. Wir sollten also gucken, dass es praktisch eine Forderung gibt, die sagt, einerseits müssen die Löhne für alle steigen und andererseits müssen die Tarifverträge auch wieder für alle gelten und nicht nur für die Hälfte der Bevölkerung. Damit wird man im Übrigen massiv die Gewerkschaften stärken. Zweitens, wir sollten unsere Pflegekampagne unter diesem Gesichtspunkt machen. Die Pflegekampagne von uns ist was ganz Exemplarisches. Warum? Weil sie ausdrückt, wie ein System, wie dieser Kapitalismus, mit Menschen umgeht, die gepflegt werden müssen. Also mit Kranken, mit Älteren, mit Menschen mit Behinderung. Und wie sie mit den Menschen umgeht, mit den 6 Millionen, die diese Pflegearbeit leisten. Warum es dort so schlechte Bedingungen gibt, warum das so schlecht bezahlt wird. Im Übrigen auch, weil es Frauenbranchen sind.
Da geht es auch um Geschlechtergerechtigkeit. Und diese Interessen können wir miteinander verbinden und verknüpfen mit denen, die potenziell Patientinnen und Patienten sind oder die in ihren Familien Pflegefälle haben. Das sieht man im Übrigen auch, wie Klassenbündnisse entstehen können. Wir kämpfen also für bessere Arbeitsbedingungen, da haben alle was davon, auch die Bürger und Bürgerinnen. Und wir kämpfen für höhere Löhne, da haben die Beschäftigten was davon. Und wir kämpfen für mehr Personal, da haben alle was davon. Das verstehe ich unter Verbinden der Klassenpolitik. Und deswegen ist es so großartig, dass wir so eine Pflegekampagne auf den Weg gebracht haben. Dritter Punkt, wir sollten eine neue Initiative machen zur Arbeitszeitverkürzung. Es ist doch grotesk, dass wir praktisch eine Entwicklung in der Gesellschaft haben, wo die einen strukturell unterbeschäftigt sind, also zu wenig Arbeit haben, von der sie nicht leben können, Mini- und Midi-Jobs, 10-Stunden-Verträge bei H&M, 15-Stunden-Verträge von Frauen, obwohl man weiß, sie wollen eigentlich 30 arbeiten. Und gleichzeitig haben wir aber für einen wachsenden Teil der Bevölkerung strukturelle Überbeschäftigung. Also die kommen nach 40 Stunden nicht raus. Dort sind 1,7 Milliarden Überstunden, wo die Hälfte nicht mal bezahlt wird. Dort nehmen viele noch das iPad mit nach Hause und das iPhone in Urlaub und können Arbeiten und Leben immer weniger zusammenbringen. Und was verbindet jetzt das, wenn wir sagen, da brauchen wir doch eine neue Vision, eine neue Normalität und die muss um die 30-Stunden-Woche kreisen und zwar für beide Gruppen. Dann können die einen kürzer arbeiten, die andere länger und beide können von ihrer Arbeit leben. Ja. Damit würde man im Übrigen auch der Gewerkschaftsbewegung ein bisschen wieder was Visionäres einhauchen. Ja, nicht nur von einem Jahr auf den nächsten, sondern auch mal Zukunftsvisionen, wo wir sagen, wir sind in so einer reichen und produktiven Gesellschaft, da kann doch die Arbeit mehr um das Leben kreisen und muss nicht das ganze Leben um die Arbeit kreisen. Wir haben ja nur ein Leben. Also das könnte deutlich besser sein, wenn wir solche Systeme machen. Das sind Beispiele für verbindende Politik, wo wir verschiedene Gruppen der Lohnabhängigen, der Bevölkerung unter ein gemeinsames Klasseninteresse bringen. Worum braucht man im Übrigen diesen Klassenbegriff? Man könnte ja auch nur sagen, Lohnabhängige oder Arbeitende oder Bürger und Bürgerinnen. Wir brauchen deswegen, weil wenn es eine Klasse der Lohnabhängigen gibt, gibt es ja offensichtlich auch noch andere Klassen in der Gesellschaft. Kapitalbesitzer, Reiche, Vermögende und so weiter. Und wenn wir verhindern wollen, dass die Leute sich untereinander abgrenzen, muss man auch immer deutlich machen, wer eigentlich verhindert, dass sie besser leben können. Welche Klasse andere Interessen als sie selber haben und gegen welche Klasse man diese Interessen durchsetzen muss. Und zwar nicht gegenüber den Flüchtlingen, nicht gegenüber den Migrantinnen und Migranten und nicht gegenüber denen, die Hartz IV sind, sondern eben gegenüber denen, die die Lohnarbeit ausbeuten, ganz traditionell ausbeuten und sich den Reichtum in dieser Gesellschaft aneignen. Wenn wir das deutlich machen, hätten wir schon viel gewonnen, im Übrigen auch gegen den grassierenden Rassismus. Lasst mich noch einen letzten Gedanken einbringen. Natürlich wissen wir, dass der Mensch nicht nur aus Arbeit besteht, sondern in guten Zeiten hat die Arbeiterbewegung und auch die linken Bewegungen im Übrigen immer den ganzen Menschen im Blick genommen. Wir haben immer gesagt, neben dem Arbeiten ist auch die Reproduktion der Arbeitskraft wichtig. Also Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, Pflege, Bildung, Erziehung, Kultur. Hat jeder Zugang zur Kultur, öffentlicher Nahverkehr. Das macht doch heute praktisch einen Großteil auch unserer Lebensqualität aus. Nicht nur, wie viel Lohn ich bekomme oder wie viel Arbeitslosengeld, sondern auch, habe ich einen guten, ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr, der gebührenfrei ist, unsere Vision. Haben wir bezahlbare Wohnungen?
Da müssen wir im Übrigen bei den Wohnungen tatsächlich auch die Eigentumsfrage stellen. Wir wollen eben nicht steuerliche Vergünstigungen für private Investoren, die dann zwischen 10 Luxuswohnungen auch eine Sozialwohnung bauen, sondern wir wollen eben sozialen Wohnungsbau in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand mit Mietpreisdeckelung, und die müssen dann ein ganzes Leben in der Sozialbindung bleiben. Im Übrigen auch eine Klassenfrage. Das merkt man ja in Berlin, wie sich die Spekulanten und die Immobilienbesitzer und diese ganzen Gruppen, wie sich die zur Wehr setzen gegen eine linke Wohnungspolitik. Also da muss man deutlich machen, wer da eigentlich was verhindert. Wir müssen für eine gute Pflege eintreten. Und ich glaube deswegen, dass diese Mieterdemo in Berlin so ein toller Ansatz war. Und wir sind ganz richtig gewickelt. Ich weiß, dass das nicht flächendeckend ist im Osten und sonst wo, aber die Mietenfrage ist in den Großstädten und Ballungsräumen eine der zentralsten und wichtigsten sozialen Fragen der nächsten Jahre. Dir wird doch heute schon 50%, 60%, 70% deines Lohnes nur für die Miete weggenommen. Und deswegen kommt ja auch der große Koalitionsvertrag nicht so gut an. Wenn du der Rentnerin, die jetzt 780 Euro Grundsicherung kriegt, aber nur, wenn sie 35 Jahre arbeitet, wenn du der jetzt 830 gibst und die weiß aber, in Berlin oder in Stuttgart noch mehr, kostet schon eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die du neu anmietest, 800 Euro. Dann weiß die, 50 Euro mehr ist besser wie nichts, aber löst mein Problem nicht. Deswegen müssen wir da ein bisschen grundsätzlicher werden und müssen auch eine Kampagne machen für mehr Sozialwohnungen in öffentlicher Genossenschaften und Mietpreisdeckelung, weil die Mieten heute in vielen Bereichen schon zu hoch sind. Es reicht nicht aus, sie einfach nur zu bremsen, was ja auch nur schlecht gelingt. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wenn wir moderne und verbindende Klassenpolitik machen wollen, müssen wir diese ganz konkreten Fragen aufgreifen, miteinander verknüpfen, verbindende Politik machen und auch praktisch den Lohnarbeitsbereich und den Reproduktionsbereich miteinander verbinden, das ganze Leben in den Blick nehmen. Und es muss ja auch jedem einleuchten, auch das verbindet sich in der Verteilungsfrage und in der Demokratiefrage. Du kriegst natürlich bezahlbare Wohnungen nur dann, wenn du auch ein Investitionsprogramm machst für diese Wohnungen, also Geld praktisch dafür freilegst. Du kriegst eine gute Bildung nur, wenn du auch mehr Geld investierst. Du kriegst einen gebührenfreien Personennahverkehr nur, wenn du Investitionen machst. Und natürlich ist das sowas wie der zweite Lohn. Auch diese Gelder müssen praktisch den Reichen und Vermögenden abgetrotzt werden in politischen Kämpfen, damit es praktisch ein gutes Leben gibt. Also auch dort hast du die gleichen Gegner, auch wenn sie politisch anders repräsentiert sind. Und deswegen müssen wir diese Fragen zusammenbringen zu einer modernen, verbindenden Klassenpolitik. Und das hängt immer, heißt immer, die Leute praktisch verbinden in den Kämpfen und Auseinandersetzungen, aber auch eine Vision aufzeigen von gemeinsamen Interessen, von gemeinsamen Zukunftsvorstellungen, von einer Aufbruchsstimmung, deutlich zu machen, dass die Möglichkeiten in so einer reichen Welt besser zu leben und besser zu arbeiten für viele längst möglich wären, wenn es nicht praktisch einige Hinderungsgründe in den Macht- und Herrschaftsverhältnissen geben würde. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen wieder deutlicher machen, dass es eigentlich ganz normale Dinge sind. Visionen, die eigentlich in einer reichen Gesellschaft normal sein würden und für die es sich tatsächlich zu kämpfen lohnt. Dafür braucht man eine Partei, die gut aufgestellt ist, viele aktive Mitglieder hat, die selbstständig politisch denken, sich verankern in Gewerkschaften, in den Betrieben, in den Stadtteilen, die selbstbewusste Leute sind. Und das hat ja jemand ganz gut gesagt, es ist allemal schöner für Solidarität, für Interessensvertretung, für Befreiung, für Ökologie, für Demokratie einzutreten, als für Ausbeutung und für Unterdrückung. Also können wir ruhig stolz sein, die Linke stärker zu machen.